Drei-Platz-Ding. Okay, können wir denn hier irgendwas abreißen? Das hier zum Beispiel? Ja, sieht gut aus. Okay, dann reißen wir die hier ab. Und dann können wir die... Naja, wir müssen die nicht abreißen. Wir tauschen es einfach aus. Das geht auch nicht, warte mal. Oder? Haben wir hier genug Platz? Glaube nicht. Ja, okay, dann reißen wir es doch ab. Dafür müssen wir aber erstmal das hier entfernen. Machen Kaffee draus. Und dann können wir nämlich direkt... Achso. Ich kann das, glaube ich, halt nicht swappen und dann quasi, wenn das mir folgt, abreißen. Deswegen entferne ich das jetzt mal. Jetzt haben wir auch nämlich genug Platz. Wir können das problemlos machen. Yahoo! Und noch eine Mission, erfolgreich. Und wir können sogar nochmal upgraden. Ah, was sagt uns das Haus denn? Das ist das Ticket. Nice. Jetzt habe ich mich mit Bodenordnung unterhalten. Bodenordnung? Und sie haben zugestimmt, Fabrik eine berufliche Veränderung zu ermöglichen. Das Stadtzentrum kann keine Fabriken unterhalten. Sie sind besser dran am Fluss. Oh, eine neue Quest. Lass uns mal schauen, was uns hier erwartet bei der Fabrik. Ja, mein Schornstein tut weh. Hat Arbeitshaus eine Erlaubnis gefunden? Ich kann machen, was ich will. Ich denke, vielleicht ist es Zeit, mich neu zu erfinden. Ich hörte jedoch Gerüchte über einen neuen Markt im Hafenviertel. Du hast dir so viel geholfen. Vielleicht könntest du das Gleiche hier bewerkstelligen? So, neue Nachbarschaft. Sag Arbeitshaus, dass ich stolz auf ihn bin. Okay, mal gucken, ob wir es machen können. Ich gehe jetzt wirklich mal zu Arbeitshaus. Nice. Nein, ich kann nicht mit Arbeitshaus reden. Ich hätte so gerne eine Aufwertung. Okay, neue Nachbarschaft. Ach, die ist nicht rechts, okay. Genau, das sind hier alle Nachbarschaften. Ich suche eigentlich gerade die, die wir freigeschaltet haben. Ach so, oder... Ach so, das ist so die neue, die Hafenanlage. Ah. Ein bisschen verwirrend, weil hier ist es gelb markiert. Hier haben wir keinen Indikator, was jetzt neu ist. Man würde jetzt halt erwarten, das wäre jetzt hier gelb gefärbt. Aber okay, das wird es dann sein. So, krass, wie viele Gebäude wir hier auch aufwerten können, ne? Richtig insane. Richtig insane. Okay, ja, dann reisen wir doch mal in die Hafenanlage.
Okay, es sieht schon mal deutlich anders aus. Oi, oi, neue Ziegelsteine. Würdest du einem alten Markt aushelfen? Der Aulmarkt. Was ist denn ein Aulmarkt? Ich bin recht neu im Import-Export-Geschäft. Seit alte Docks weg ist, ist es ein offener Markt. Und ich bin offen. Aber du wirst sehen, war ruhiger als erwartet. Die Nachfrage scheint über deine Ananas und deine Artischocken hinausgegangen zu sein. Owl Georgie hat nachgedacht. Okay, deswegen wahrscheinlich Owlmarkt, weil der Owl Georgie heißt. Verwandle den alten Markt in einen Ein-Sterne-Metzger. Okay. Okay. Den alten Markt, warte. Ist das jetzt wieder der richtige? Owlmarkt? Noch, ne? Ich muss jetzt einfach sicher gehen, bevor ich nochmal so Fehler mache. Ach, ist auch eine neue Musik jetzt, oder? Die klingen aber gemütlich. Ach, guck mal, es gab doch noch diese Option, hier Bänke hinzupacken. Ich weiß zwar nicht, warum. Vielleicht einfach als Deko, aber man kann halt die auf drei verschiedenen Ebenen auch platzieren. Ganz kurios. Da packen wir doch mal ein paar Bänke hin. Leider, glaube ich, hat sich oder setzen die sich da nicht drauf. Das finde ich so ein bisschen schade. So, der Aulmarkt. Dann machen wir dich doch mal zu einem Metzger. Ja, damit bin ich zufrieden. Oha, okay, 40. Ich denke, mit all dieser wirtschaftlichen Vielfalt sollten wir ganz einfach erfolgreich werden. Feinkost, ein wenig hiervon, ein wenig davon. Eröffne einen 2-Sterne-Metzger, 2-Sterne-Lebensmittelhändler, 2-Sterne-Bäcker. Ah ja, das sind die ganzen neuen Gebäude dann auch. Außer den Lebensmittelhändler. Die hatten wir jetzt ja noch nicht. Genau, das war ja das, was wir uns schon durchgelesen hatten. Wenn wir die auf 3 Sterne aufwerten, dann können wir halt neue freischalten. Oh, er denkt 5-mal am Tag an uns. So, was brauchen wir denn? Nette Einheimische, das ist aus dem Wohnhaus. Und frisches Gemüse. Ach nee, wir können auch hier sogar das einsehen. Ah ja, okay. Wenn man mal so diese ganzen Interfaces und Overlays, es gibt hier halt tatsächlich, finde ich, recht viel. Also es gibt relativ viele Tastenbelegungen und relativ viele Informationen, die aber ein bisschen versteckt sind. Wenn man das aber erstmal so ein bisschen gerafft hat, dann gibt einem das Game eigentlich schon die ganze Zeit die Infos, die man so braucht. Nur man muss halt wissen, wo. Und das hier finde ich halt super nützlich tatsächlich. Also so weiß ich halt direkt, okay. Mieträume müsste ich halt, wenn dann, auf 3 Sterne bringen, oder ich brauche halt einfach Familienunterkünfte. Und daran kann man sich gut orientieren. Oder man, ja, kann es halt einfach W drücken, dann gibt er dir halt einen Tipp und sagt dir, was gut wäre, in der Nähe zu platzieren. Das geht natürlich auch. Genau, ich mache jetzt erstmal den Lebensmittelhändler. Interessanterweise will er jetzt den. 3-Sterne-Mieträume. Okay, warum kann ich jetzt weder noch? Interessant. Was ist das denn hier?
Wo ist das Büro? Ach so. Ach, das sind ganz andere Gebäudetypen jetzt. Ach so. Ja, okay. Genau, das Hafengebäude ist halt neu. Das kennen wir, glaube ich, noch gar nicht. Die unteren beiden kennen wir. Und hier kann ich halt keine Wohnhäuser wohl reinbauen, ne? Okay. Das heißt, wir brauchen hier dann halt ganz normalen Wohngebäude. Okay, Leute. Achso, und die Mieträume sind, glaube ich, insgesamt halt leichter zu erfüllen. Deswegen hat er vielleicht nach einem 3-Sterne-Mietraum gefragt. Kriege ich denn hier jetzt zwei, theoretisch? Wenn ich eine Familienunterkunft baue, dann kriege ich, glaube ich, zwei Einheimische. Achso, vor allem kriege ich ja nette Einheimische. Ich brauche ja auch nette Einheimische. Gut, dann baue ich das einfach. Und wenn es falsch ist oder so, können wir es ja immer ändern, das ist ja das Schöne. Genau, weil jetzt sind die Anforderungen halt brutal, ne? Aber wir haben halt schon mal zwei und wir können den Metzger direkt upgraden. Let's go. So, eröffne einen 2-Sterne-Lebensmittelhändler. Das haben wir auch direkt. Okay, und jetzt ist halt 2-Sterne-Bäcker. Und das können wir, glaube ich, noch nicht. So, hier wird uns wieder irgendwas angezeigt, was wir nicht einsehen können. Ganz kurios. War das hier irgendwas Neues bei? Ich glaube aber nicht. Ach hier, Bäckerei. Guck mal, es gibt noch so viele Gebäude, die wir noch nicht annähernd. Ja, nicht mal annähernd in der Nähe waren. Vor allem, es gibt ja hier auch dieses Gebäude, keine Ahnung, das Wissenschaft oder so, eine Bank, ich habe keine Ahnung. Das ist eine ganz neue Kategorie, die haben wir noch gar nicht. Aber wir sind jetzt ja auch quasi erst in der zweiten Region, ne? Also von daher ist doch alles okay. So, ein 2-Sterne-Bäcker wollen wir haben. Bäcker wird ja wohl hier eine Fabrik sein. Nee, ist es nicht. Lol. Da wurde ich aber gebaitet. Okay, eine Bäckerei ist einfach. Könnte ich auch im Hafengebäude machen. Oh, ist ja auch so groß. Was heißt eigentlich dieser Fischgestank? Das ist bestimmt schlecht für Wohnhäuser, oder? Ja. Bietet. So kann man es auch formulieren. Diese Eigenschaft bietet ein Fischgestank für nahegelegene Gebäude. Nice. So, Bäckerei. Wow, Metzger können wir schon auf Stufe 3 jetzt. Aber wir wollen ja erstmal den Bäcker auf Stufe 2. Dafür brauchen wir halt nochmal ein paar Einwohner. Achso, und bevor ich jetzt hier. Produziert von Buchhaltung. Das sind dann die ganz normalen Einheimischen, gehe ich mal von aus, weil wir hier halt schon bei einem Mietraum das haben. Okay. Ich möchte trotzdem mal schauen, wenn ich das hier nach rechts packe. Oh no, what?
weiß nicht, was der gerade für Probleme hatte hier. So, Bäckerei. Wir haben drei. Achso, jetzt sind wir nicht in der Nähe vom Lebensmittel. Aber das ist doch nicht schlimm. Dann würde ich sagen, tauschen wir das hier nochmal aus. Packen da nochmal ein paar Leute rein. Ah, davon haben wir noch eins. Die normalen oder die... Also die Mieträume oder die Familienunterkünfte? Machen wir mal Familienunterkunft. Achso, der ist jetzt nicht in der Nähe. Warum hat der jetzt ein gebrochenes Herz? Kurz abwarten, bis er zu Ende geredet hat. Will nicht mit mir reden. Was sind deine Bedürfnisse? Rede mit mir. Ah, hier. Ach. Ah, okay. Also weil die Bäckerei halt so ein Hafengebäude ist, hat das diesen negativen Effekt. Und das mögen die natürlich gar nicht. Das heißt, ich sollte das vielleicht doch nochmal austauschen. Packe die Bäckerei hier rüber. Vielleicht sollte ich das auch einfach nicht nutzen. Können wir dann ja nochmal abreißen. Genau, weil dann könnte ich sogar den Lebensmittelhändler upgraden. Und ich glaube, ich packe hier dann die... Achso, wir... Ja, genau, eine Bäckerei. Ja. Genau, packen hier die Bäckerei rein. Dann können wir das upgraden. Und dann müsste... Ja, genau, das ist erfüllt. Nice. Oh, was? Antrag für Infrastrukturerlaubnis. 50% falsche? Hä? Ich verstehe gar nichts. Was soll das heißen? Erlaubnis verwehrt. Nächster Versuch 75%. Okay. Das war weird. So, 2-Sterne-Bäckerei. Nice. Dann gehen wir mal wieder hier mit dem Aulmarkt reden. Hä? Meister! Moin, Meister! Ich wusste, du hast es drauf. Nun, mein Freund, ich möchte wohl mit dir über Handel sprechen. Hast du jemals gehandelt und falls nicht, schon mal darüber nachgedacht? Eröffne einen 3-Sterne-Metzger. Metzger mit maximalen HP. HP. Herzen halt. Eröffne einen 2-Sterne-Fischhändler. Oh ja, der braucht auf jeden Fall ein Hafengebäude. Und eröffne einen Eisenhändler. Okay, müssen wir mal schauen. Genau, den können wir schon mal upgraden. Das ist ja kein Problem. Ich verstehe nicht, was das hier heißen soll. Ich meine, ich kann hier doch eh nichts anklicken. Hä? What? Was passiert hier gerade? Was bringt uns das? Ah, okay. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht später mehrere Eigenschaften da aussuchen kann und dann macht das Ganze auch mehr Sinn. Aber so war das ein bisschen komisch. Vielleicht kann man dann später halt entscheiden, dass man so
eine Bonuseigenschaft noch freischaltet. Und man kann dann halt aus zwei, drei vorgegebenen wählen, hat dann vielleicht zwei Plätze, um das halt auszurüsten. Das könnte ich mir vorstellen. So. Genau, für maximale Herzen brauchen wir ein Café oder ein Pastetenladen. Ach so, genau, deswegen haben die hier halt diese Kachel, ne? Das ist, glaube ich, für den Extra-Effekt. Jetzt die Frage, reißen wir das hier wieder ab? Glaube schon. Man braucht halt so viel Platz, diese 5-Platz-Gebäude. Finde ich, sind einfach zu groß. Also wenn es anders geht, nehme ich gerne halt diese Dreier. Und weil wir hier ja nur einen Café brauchen. Ja, nicht, oder? Ah, wir brauchen was Lilanes, ne? Das geht da gar nicht. Ach, verdammt. Na gut, dann. Dann erübrigt sich das auch. Genau, also Kaffee oder Pastetenladen, das sind ja die Lilanen. Also habe ich hier gerade leider. Zu voreilig gehandelt. Einen guten Namen, Talinia 86. Vielen Dank für dein Follow. So, was bauen wir denn mal? Ich glaube, wenn dann die kleine Lagerhalle, weil die hat nicht diesen Fischgeruch. Genau, dann packen wir hier das Café rein. Und dann sollten wir auch, genau, unseren Metzger mit maximalen Herzen haben. So, Fischhändler. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, die Bäckerei ist jetzt auch überflüssig, ne? Krass, wir haben sogar 4 Herzen hier drauf. Ich werde die erst upgraden, wenn wir das müssen. So, eröffnet ein 1-2 Sterne Fischhändler. Ja, würde ich eigentlich in die Bäckerei hier austauschen wollen. Wir haben hier kaum noch Platz, ne? 2? Insgesamt 5 Kacheln. Weil ich gar nicht weiß, das können wir, glaube ich, doch, das können wir sogar verschieben, okay. Hm. Ja, komm. Dann reißen wir das hier ab. Und packen den Fischhändler rein. Ach so, Das Problem ist natürlich, jetzt haben wir hier diesen Fischgeruch. Aber wir brauchen. Wir brauchen halt, Einheimische in der Nähe. Und den Fischgeruch mögen sie halt gar nicht.
Okay, wie machen wir das am besten? Ich meine, wir können es mal ausprobieren, ob wir das, ob die dann nicht gleich wegrennen. Da muss ich auch alles wieder verschieben, ne? Wobei ich glaube, ich muss nur Fischhändler mit dem Kaffee tauschen. Oder das hier so zwischenschieben. Mal gucken. Okay, ne, sind wir nicht ganz in der Range. Vielleicht die beiden nochmal tauschen. Echt, ist das nicht in Reichweite? Oh, wow. Ja gut, weil der Metzger hier so groß ist, ne? Ah, wir können ja die beiden nochmal austauschen. Ah, dann wollen sie gleich ausziehen hier. Nee, es geht. Okay, nice. Dann brauchen wir jetzt hier eigentlich noch den Eisenhändler. Den müssen wir auch sowieso bauen, ne? Warte mal, zwei Fischhändler. Ach so. Okay. Ah, die kriegen wir hier ja eh nicht hin. Ich meine, die können wir auch rechts. Wir haben ja noch rechts und links einen Platz. Den müssen wir erst freischalten. Aber wir haben hier noch. Ach, lol. Okay, wie viel Platz ist hier bitte? Ja gut, dann... hätte ich vielleicht gar nicht so platzsparend da bauen müssen. Was macht das Café hier eigentlich? Hat das Café überhaupt eine Funktion? Ah, das war mal für den Metzger gedacht. Ach, das heißt... Ach, lol, okay. Die Missionen scheitern im Nachhinein dann gar nicht mehr, ne? Ich habe das ja kurz gebraucht, damit er die maximalen Herzen hat. Aber danach hat es dann quasi... Konnte ich den umbauen? Ha. Okay, das muss ich mir mal merken. Ja, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Ich glaube, ich packe das hier mal rüber. Weil die Anforderungen für einen Fischhändler muss ich dann ja sowieso erfüllen. Und die brauchen ja beide das gleiche. Das heißt, hier sollte ich dann, glaube ich, auch den Eisenhandel hinpacken. Da schaue ich nochmal, welches Gebäude das war. Achso, das war auch blau. Okay. Machen wir einfach mal eine Lagerhalle. Dann kann ich hier halt gleich beide Fischhändler auf 2 Sterne bringen. Weil die brauchen dann ja eh beide das gleiche, deswegen bietet sich das, glaube ich, ganz gut an. Brauchen wir, glaube ich, insgesamt 2 Wohngebäude. Genau, hier ist die Range. Ah ne, ich suche eigentlich das hier. So, hier steht jetzt zwar Mieträume. Ach, ein anderer Fischhändler geht auch. Okay, das versuchen wir doch mal.
Was ich, glaube ich, aber nicht machen darf, ist den anderen Fischhändler auch in ein Hafengebäude reinpacken, weil sonst ziehen, glaube ich, die Leute wieder aus. Das ist dann, glaube ich, zu viel Fischgestank. Ja, jetzt habe ich das Fünfergebäude genommen. Ah, hiervon habe ich auch nur noch drei. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Aber die Idee wäre jetzt quasi, zwei Fischhändler zu nehmen. Hier ein Wohngebäude reinzusetzen. Am besten eine Familienunterkunft. Okay, dann sind die halt nicht mehr in der Reichweite, ne? Kann ich... Ja, okay. Ja, das Problem ist jetzt hier dieses Gebäude, dass sie halt immer so 5 breit sind. Ah, der Eisenhändler hat doch so eine Range. Oder ist das die gleiche? Ne, ist glaube ich die gleiche sogar. Okay, ich glaube... Ich entferne den Eisenhändler wieder. Und packe den in ein kleineres Haus. Weil dann klappt das von der Reichweite her. Muss ich nichts doppelt bauen. Vielleicht den mich einfach dazwischen setzen und dann sehen wir gleich. Genau, können wir beide upgraden. Perfekt. So, Fischhändler Stufe 2 Nummer 1 und Fischhändler Stufe 2 Nummer 2. So, achso, und der Eisenhändler Stufe 2. Ui. Das kriegen wir gerade so hin, ne? Ein Zahnrad? Ja, hier. Ist eigentlich egal, was wir nehmen, glaube ich. Oh oh. Also die machen ja hier eine Verschmutzung. Ich hoffe nicht, dass die Leute jetzt wegrennen. Aber sieht gut aus. Wir sind sogar weit genug weg, ne? Oh oh, was mach ich denn? Ja, perfekt. Und Eisenhändler Stufe 2. So, dann können wir jetzt nochmal mit dem Markt reden gehen und schauen, was uns als nächstes erwartet. Riechst du das? Jawohl. Es ist der süße Geruch von Erfolg. Auch etwas fischig, aber solide Basisnoten von Erfolg. Ha, mach dir keine Sorgen, Freund. Du wirst dich an den Geruch schon noch gewöhnen. Apropos, ich könnte ein bisschen harte Industrie vertragen, okay. 5 Industriegebäude bringen die Nachbarschaft auf 30, okay. Ja, crazy. Super, okay. Ich glaube, das ist ja auch ein guter Moment, um einen Cut zu machen. Ich muss jetzt nämlich so langsam ins Bett. War heute auf jeden Fall ein sehr, sehr entspannter Stream mit euch. War auch schön, so viele hier zu sehen. Hat mir sehr viel... Fand ich sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch super, wenn Talin ja noch hier ist, vielen, vielen Dank für den Follow. Hat mich auch sehr gefreut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Donnerstag. Wenn alles klappt, so wie es soll, dann eher so gegen 18.30 Uhr und nicht so spät wie heute. Von daher euch vielen Dank fürs Zuschauen, euch eine schöne gute Nacht und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.